Mexiko reagiert auf die von den USA verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium mit Gegenmaßnahmen. Das dortige Wirtschaftsministerium veröffentlichte eine Liste mit neuen Abgaben auf Metall- und Agrarprodukte aus den Vereinigten Staaten. Demnach werden auf US-Stahlerzeugnisse Zölle von 15-25% erhoben. Für die Einfuhr von Schweinefleisch, Äpfeln und Kartoffeln beträgt die Rate 20%, für bestimmte Sorten Käse und Bourbon-Whisky 20-25%. Die Abgaben sind eine Reaktion auf die seit Monatsbeginn auch für die NAFTA-Partner Mexiko und Kanada sowie für die EU geltenden US-Zölle auf Stahl 25% und Aluminium 10%. NAFTA-Gespräche könnten belastet werden. Kanada und die Europäer haben bereits Schutzmaßnahmen für die heimischen Firmen angekündigt. Wie Mexiko plant die EU-Vergeltungszölle gegen die USA. Dafür wurde bereits eine Liste mit Produkten von Erdnussbutter bis zu Motorrädern präsentiert. Die Schweinefleischzölle Mexikos sollen nach Auskunft von Branchenvertretern bereits am Mittwoch in Kraft treten. Sie könnten Experten zufolge die ohnehin sehr mühsamen Gespräche zur Überarbeitung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA zwischen den USA, Mexiko und Kanada überschatten. Analysten der Inbank zufolge könnte US-Präsident Donald Trump den Schritt der Mexikaner als Rechtfertigung für einen Ausstieg aus dem Vertrag nutzen. Diese Befürchtung setzte den Peso unter Druck, der zum Dollar deutlich nachgab. Fleisch künftig verstärkt aus anderen Ländern. Trump erwägt seinem Wirtschaftsberater Larry Kudlow zufolge eine strategische Wende in den NAFTA-Gesprächen. Der Präsident bevorzuge inzwischen getrennte Verhandlungen mit den beiden Handelspartnern, sagte er Fox News. Im vergangenen Jahr importierte Mexiko Regierungsdaten zufolge fast 650 Tonnen Schweineschultern und Beine im Wert von 1,07 Milliarden Dollar. Um höhere Preise im Inland infolge der neuen Zölle zu verhindern, sollen solche Fleischlieferungen verstärkt aus anderen Ländern bezogen werden. Dazu dürfen derartige Einfuhren im Volumen von 350 Tonnen künftig zollfrei ins Land kommen, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Als Ersatzlieferanten wurden in Branchenkreisen Kanada und die EU genannt.